Bisher bei Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Noch Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Raccoon City. Der Agreeter ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir finden nicht mehr. Das verspreche ich. Wir sind in Evil Revelations. Episode 4. Wiederkehrender Albtraum. Das klingt ja vielversprechend. Klingt ja sehr positiv. Wir sind Veldro. Rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Verdammte Terroristen! Wir hatten diese Bastarde doch erledigt. Dann habt ihr wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Jill, sieh mal. Das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Okay, irgendwelche Vorschläge. Raymond! Hier, das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon gesagt habt, ihr braucht dringend Strom. Den Ankerschlüssel hatte er. Mit dem Schlüssel kommt ihr ins Casino im ersten Stock. Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Aber zuerst müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Aber ich und meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt! Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Ich kann sehr weit flüstern. Aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Jetzt müssen wir erstmal Backtracking machen. Den Ankerschlüssel kann man an vielen Orten gebrauchen. Ich glaube, hier gab es auch oben was. Das war, glaube ich, nur der Bombers-Karten-Lese-Dings. Ach du Scheiße! Dazu. Gab's hier irgendwas? Verschwendung.
Tür ist jetzt zugänglich. Oh oh. Ich hab mal so lange schwimmen können. Wie geht's? Gibt's nix. Speziell zu gehören. BOW-Waffen, Handgranaten. Wer lässt denn sowas hier am Pool liegen? Ich sag nicht, wir sind deswegen hergekommen. Eine Handvoll Munition. Ich dachte, vielleicht liegt hier eine Karte rum oder so. Ja, Mist. Lange Munition. Kleine Badepartie. Wo wir alle drei Schlüssel haben, müssen wir aber hier noch ein bisschen auf jeden Fall noch mal gucken, wo wir noch lang können. Backtracking ist hier gerade irgendwie Pflicht. Und wir lassen irgendwie die Hälfte aus. Hier zum Beispiel kommen wir jetzt durch. Hier gibt es Munition. Wäre jetzt schlimm gewesen, wenn wir den nicht gekriegt hätten. Und hier gibt es noch einen Raum. Ne, da brauchen wir gerade mehr Kartenlesegerät.
Hier ist alles offen. Keine Frage, wo hat der das Gewehr her? Was? Kartenleser müssen wir dann nochmal herkommen. Oh ja, hier. Und da waren wir schon. Gab es noch verschlossene Türen? Nein, da sind wir ja irgendwie schon durchgekommen. Jetzt sind nicht die Nachrichtenoffizier. Den Schlüssel. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Wo kommen die her? Hat der hier gerade eine volle Ladung ausgehalten? Hey, nicht die Spawn. Hey, ich muss ich scannen. Scannen.
her. Warum lebt er noch? Hast du den Endbiss-Modus aktiviert? Ist weg. Munitionsverschwendung. Backtracking. Wo soll man jetzt eigentlich hin? Ja, da haben wir doch. Da, genau dafür haben wir jetzt den Unterschlüssel. Casino. Da haben wir auch nicht eine Karte. Ein Auslesegerät oder wie das war. Ausgefallen. Hier ist eine Münze. Kommen wir irgendwie hin. Wahrscheinlich gerade noch nicht. Okay, einsammeln wir das Ding. Jetzt. Nicht. Zu schade. Natürlich. Lysius Coils.
Ui. Ah, zu spät. Das Schicksal. Ist ein Luxusschiff. Da gibt es sogar Casinos. Das sind wir irgendwo. Bilder würde ich holen. Bericht des Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt, wie man das Sicherheitssystem des VIP-Raums überbrücken kann. Dieser Raum ist für Bronzen reserviert. Deshalb wollte ich mal nachsehen, was da drin vor sich geht. Es ist so einfach. Man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genug Münzen versorgen. Schon ist alle Sicherheitsvorkehrung ausgeschaltet. Entscheidend ist das richtige Gewicht. 107 Gramm, ein kleiner Preis für den Eintritt in den VIP-Raum. Jetzt müssen wir einfach Münzen sammeln. Oh oh. Die waren auf dem Video. Vielen Dank auch. Jetzt wünsche ich mir einen MG. Einfach eine Menge reinhalten. Ah, shit. Ich muss den erwischen, damit er wirklich stirbt, oder? Seine Schüsse sind nur Gegner. Endlich ist es etwas ruhiger. Okay, wir haben eine Münze. Die wahrscheinlich hier rauskam. Da drücke ich nicht nochmal drin. Warum war da das CRB-Virus drin? Kriege ich damit mehr Münzen? Sowas hätte ich gern zu Hause. Münzen eingeworfen, fantastisch. Oh, wir haben Glück. Ein Haufen Münzen. Schon genug gespielt. Moment, das geht wieder verzocken. Schon genug gespielt. Ah. Chill ist vernünftig. Uff. Wie viel wiegt denn jetzt jede einzelne Münze? Die wiegt 7 Gramm. Die wiegt 9 Gramm und die wiegt 17 Gramm. Ziehen müssen wir hinkriegen. Das waren 107, nicht 117. Ja. Das kann ich rechnen. Das sind 2. Es gibt 109. Es gibt 111.
Ein Gramm Münz haben wir noch nicht. Na, 107. Genau so. Bisschen hat's gedauert. Gibt's schöne Munition. Schlechter als die hier. Wo sollten wir die nehmen? Eine Pistolenmunition hatten wir nie das Problem. Feuerstoß können wir bei keinem ausrüsten. Ein hingekritzelte Notiz. Liebster Freund, ich bin am Ende meiner Weisheit. Es tut mir schrecklich leid. Aber ich muss los. Sie schlafen. Aber irgendwann werden sie aufwachen. Jetzt ist meine Chance. Wenn ich nur an sie denke, bekomme ich Gänsehaut. Ihre hässlichen Körper sind nicht von dieser Welt. Ihr Gestank wie verrottende Organe. Und ihre Schreie wie Echos aus der Hölle. Aber ich habe so sehr Angst, dass ich nicht aufhören kann zu zittern. Nicht einmal jetzt, wo ich das hier schreibe. Sei vorsichtig, die aufgedunsenen Eierblasen. Die aufgedunsenen Blasen an der Weise sind ihre Eier. Mit ihrer Hilfe können sie sich erholen. Bitte glaube nicht, dass ich dich verlassen habe. Ich habe es für meine Familie getan. Ich werde für deine Sicherheit beten. Gebiet, für den sehr geholfen haben, bestimmt. Für den beschützt haben. Oh, ein Ventilator. Okay, die können wir nicht kaputt machen. Hier ist der Lift. Hoffentlich funktioniert er noch. Wartungsschacht. Spezialzubehör. Die meisten hier gucken. Jill, der Schlüssel zum Starten des Lifts ist nicht da. Dann müssen wir ihn finden. Okay, ich suche hier. Mal sehen, ob er auftaucht. Verstanden. Ich suche hier bei mir. Ist nichts.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen entwirren. Sind wir allein unterwegs? Nicht, dass wir jemals Hilfe gehabt hätten. Sagte Raymond nicht, seine Partnerin wäre im Kielraum? Das heißt, Rachel oder sonst wer hat den Schlüssel. Wir müssen sie nur finden. Oh shit. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Ja, hoffentlich war sie es nicht.